So, herzlich willkommen zurück zu Contraband Police. Wir starten in den neuen Tag rein. Speichert. So, Problem ist. Ja. Neue Post? Nein. Wir können noch keinen annehmen. Wir müssen nämlich jetzt die Leute. Warte mal, haben wir? Den Schmuggel haben wir da drin, ja. Und unsere Gefängniszelle ist total voll. Jetzt die Frage, wenn wir einen Schwarzmarkt finden könnten. Ich weiß halt nicht wo, ne? Ohne dass die da hinten uns abbauen. Ich weiß, dass wir nicht so viel gekriegt hatten von dem fürs Abladen. Aber ich nehme es jetzt erstmal mit, bis wir wissen, wo ein Schwarzmarkt ist. So, moin. So, du kommst ins Auto, du kommst ins Auto, du brauchst gar nicht rumreden hier. So, ich sperre dich auch wieder da hinten ein. Na. So, los geht's, der Tag ist frisch. Ach, das geht für mehrere Tage. Ah, okay, die warten schon. Ja, da müsst ihr jetzt mal ein bisschen warten. Ich hab hier, ich spring hier mal rüber. So. Zack. Ja, moin, Meister. Keine Zeit. Los geht's. Also er stellt das Auto doch wieder richtig hin. So. Was? Ich denke, ich kann hier durch die Gegend fahren. Also muss ich das in der Nacht machen oder was? Wie kacke ist das denn? Ja, geil. Dann müssen wir die doch wieder in die. Wir können hier ja fliehen. Ich kann keinen festnehmen, ne? Ja, wie mache ich das denn jetzt dann mit denen? Scheiße. Ich habe gedacht, oh Mann. So. Mist. Ja, wir können keinen festnehmen, weil mein Gefängnis voll ist und ich darf nicht wegfahren. Wir gehen heute pleite. Das ist bestimmt das Ende der Folgen. Aller Folgen. Steig aus. Ruhig. Naja. So, warte mal. Fehlender Spiegel war es immer noch. Ein Alter 39. Er hat gar keinen Spiegel. Kann ihm also auch nichts fehlen. Leo, Und jetzt mal bitte deine Dokumente. Danke. So. Er kommt aus Al-Barak. Hat Al-Barak einen Fisch? Wir gucken mal. So, VOP1 7524, das ist schon mal richtig. Adalet. Adalet da oben, Adalet da unten. Faddel. Der faddelt sich ja dann. Okay. So. Das ist noch gültig, das ist auch gültig. Wie alt sind sie denn? 55, okay. Adelet. Bei dir ist alles soweit in Ordnung. Wir gucken mal. Seife dreimal, Gepäck dreimal. So. Nein. Akro Ja, du verschwendest meine Zeit, weißt du das? So war das. Wir gucken schon mal. Nach eventueller Schmuggelware. Ich mache dir die Sitze so schmutzig, wie ich das möchte, mein Freund. So, hier oben ist nichts. Da vorne gucken wir gleich. Hier sehe ich jetzt erstmal nichts. Oh, aha. Siehst du, da fängt es schon an. Ja. Falschgeld. Ja, geil. Gut, dass wir nachgeguckt haben. Mega. Oha. Nein. Ich würde mich bücken.
Kurwa, du raz. Noch mehr Geld. Doch, das wäre jetzt. Wir könnten das Geld behalten, weißt du? Schade. Oh. Sehr schön. Dann noch irgendwo was? So, vielleicht übersehen. Ach ja, guck mal hier. Huch. War die falsche Taste, ne? Ich brauche die drei. Ducken. Ne, ich will. Was war das denn? Hab ich aber eine Schnauze voll. Die Oberankopf-Bastarde greifen uns wieder an. Diesmal hast du es geschafft, aber sei vorsichtig. Die Angriffe könnten zunehmen. Fraktionen. Oberankopf-Bande und blutige Faust. Eine organisierte kriminelle Gruppe, die in der Region Karikatka operiert. Sie sind in Schmuggel, Waffenhandel oder Entführung gegen Lösegeld verwickelt. Sie befinden sich in ständigem Kontakt mit der Polizei von Akaristan. Eine regierungsfeindliche Widerstandsbewegung unter der Führung von Michael Garin. Ihr Ziel ist es, Akaristan aus den Händen der Kommunisten zu befreien. In den letzten Jahren ist es ihnen gelungen, tief in die Staatsorgane einzudringen. Also guck mal, doch mit R. Hey, ganz ehrlich, ich dachte. Ja, toll, du Depp, Alter. Ganz ehrlich. Habe ich den Schmuggler erschossen? Ich wollte gerade sagen, der nächste hier jetzt, der sich wehrt oder was. Außerdem sollst du aussteigen. Mann, oh Mann, oh Mann. Masnur Rakhmanov. Rakhmanov, das stimmt. 4346 UZLR. Königreich von Erkin. Er will ja nur besuchen. Dezember, März. So. 32 ist er. 39 brauchen wir. Okay, das scheint erstmal alles in Ordnung zu sein. Wir gucken uns aber trotzdem weiter um. Irgendwo was entdecken? An der Decke vielleicht? Oder erstmal alle Türen aufmachen. Der sieht sauber aus, ne? Auf den ersten Blick. Oh, jetzt so doch auf zu meckern. Ich muss doch gucken, Mensch. Muss Geld machen, weißt du? Ich hab den Falschen erschossen.
kann ich auch nicht wissen. Die fangen an zu schießen, weißt du? So. So. Na endlich. Hm, du hast schon gesehen, dass hier geballert wurde, oder? Ist dir schon aufgefallen? Ey. Weil das sah so aus, als wenn der Typ im Auto auch eine Waffe hätte, aber hat er leider nicht gehabt. Bei dem war doch alles in Ordnung. Mann, wir machen nur wie mies. Och, nee. Ja, das hast du jetzt auch von der Aussteigen. Muss ich jetzt an dir auslassen, es tut mir leid. So. Dann gucken wir jetzt ganz genau. So. Ozen Abilov. Ozen Abilov. Ozen Abilov. 1Y7992S3. Königreich von Arkai. Er darf nicht, weil. Achso, die tägliche aktuelle Bestimmung. Warte mal. Ja, ist immer noch drin. Heißt. Wegen der aktuellen Bestimmung schon mal nicht. 3. Mai 1981, 15. August. Er ist 58 angeblich. So, jetzt gucken wir uns trotzdem nochmal an, ob die Fracht stimmt wenigstens. 10 Hühnchen, eine Ziege, sagt er. Und wir gucken mal wegen Schmuggel. Schmuggel. Hier ist nichts drin. Ja, dann brauchst du dich ja auch nicht fürchten, wenn nichts Illegales dabei hast, ne? Okay, das sieht alles gut aus. M? Also, dann muss es erstmal aufmachen. Ach so. Ah, hier war ja noch eine Schlange drauf, ne? Stimmt. Brecheisenbaumer. Das hab ich wieder drinnen, ne? Das muss ich kurz holen gehen. So, dann können wir das jetzt auch räumen lassen. Einmal so, damit wir die Hühnchen da auspacken können. So, wartet. Natürlich gehen wir damit vorsichtig um. So. Gucken wir doch mal hoch. So, 10 Hühnchen, eine Ziege. 10 Hühnchen, eine Ziege. Ja. Gut. Was warst du? Atmaduro. Dann gehen wir die Fracht mal zurück. Aber wie gesagt, er darf ja trotzdem nicht einreisen. Alles andere war in Ordnung.
nochmal zu, damit die Tiere nicht rausfallen. So. Ja, komm mal her. Die Inspektion ist beendet und es ist verweigert, weil du leider... Was schon? Ja. Guck mich nicht so böse an. Ich kann nichts dafür für die Bestimmungen. Ehrlich jetzt mal. Und drei will ich mal noch. Oh je, oh je, oh je. Noch gar nichts gesagt. Ich sag noch gar nichts zu ihm, weißt du? Und er gibt mir schon die Papiere. Also, Ramil Abil auch, oh je. Kannst du genauso, egal was passiert, der wird weggeschickt. Ramil Abilov? Ramil Abilov. 3D10. Also das Passnummer ist falsch. So, gültig bis Juni. Gültig bis Mai. 32 ist er. Er kommt leider aus Erkai. So, Salz. Ah ja, können da trotzdem überprüfen. 2x Salz, 6x Gepäck. Ja. Das ist falsch. Gucken trotzdem mal nach dem Schlangensymbol. Ihr wisst es. Wir laden das mal aus. Ich will mir das mal näher angucken. So, 3x Salz, 4x Gepäck. Auch falsch. Und haben wir hier irgendein Schlangensymbol dran? Nein. Dann kannst du es wieder einräumen, bitte. So. Und jetzt gucke ich hier nochmal. Oh. Hier ist nichts drin. Okay. Dann, na mach zu. Verweigert, weil er darf nicht reinfahren mit dem Zeug. Ja, keine Rache, bitte. Ich mache hier nur meinen Job. Hä? Oh, guck mal, wie böse er ist, wie er uns anguckt, ne? Oh, wie spät haben wir es denn jetzt schon wieder? Kurz vor 8. Sorek. Ja, hi. Und mit der er zurückkommt. Mhm. Ich wurde befördert. Juhu. Und wir haben kein Geld, um unsere Leute zu bezahlen. Was machen die denn dann? Atric, Akravrotai. Wenn die nicht mehr bezahlen können. Melis Kasimov. Kasimov 8QOXOF64. Geburtsdatum. 40 ist auch nicht unser gesuchter Mann. 27, das ist in Ordnung. Erkai ist in Ordnung. Gut. Na dann. Gucken wir doch mal. Hier ist nix. Nee, ist ja nur noch der. Okay. Ist auch nichts drin. Ja, ich mach gar nichts. Bleib locker. Okay. Alles in Ordnung bei ihm. Alles da. Nichts festgestellt bei dir. Ich hoffe, das stimmt auch. Ja. Ich hoffe, das stimmt. Ich brauch das Geld. Ne, wir können uns nicht ausruhen. Wir müssen... Ach, scheiße. Schmuggelware abgeben und,
Diensttelefon, Diensttelefon. Ab jetzt kannst du in Flats mobilen Laden bestellen. Der Laden ist bis zum Ende der aktuellen Arbeitstages verfügbar. Du findest ihn bei der Polizeigarage. Steig auf, um Gefangenentransport und Schmuggelware bestellen zu können. Okay. Ja, schon. Nur, so machen wir das mal. Das Messer haben wir noch genug. Äxte haben wir noch genug. Brecheisen haben wir. Ja, müssen wir mal gucken. Und jetzt bringen wir erstmal die Gefangenen weg. Transfer. 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 Na, endlich mal einer, der sauber macht. Danke dir. Novik. Gut, das setzt mich schon echt spät. Da müssen wir jetzt echt mal... Warum fahren die das überhaupt? Na. Und die sitzen schon hinten drin. Zack. Nein. Ich meine natürlich wieder an, logisch. Also wir müssen bestimmt hier rechts, glaube ich. Wenn du durch die Welt von Akaristan reist, musst du dich vor den feindlichen Truppen der Oberankov-Bande in Acht nehmen. Sie werden versuchen, ihre Kameraden zu befreien oder beschlagnahmte Ware zurückzuholen. Wenn du ihm begegnest, kannst du weglaufen oder gegen sie kämpfen, um eine zusätzliche Belohnung zu erhalten. So, immer geradeaus. Gucken wir mal. Das machen wir jetzt in der Folge noch definitiv. Ich hoffe, wir werden nicht überfallen. Ich will das nicht. Eine schlechte Idee war, ich hätte in den Fußstapfen meines Bruders treten können. Ja, warum hast du es nicht gemacht? Cool, du. Cool, du. Was ist eigentlich mit dem... Na ja, klar. Der Schmuggler? Nee, das sind Säufer. Irgendwo muss man auch schmuggeln können. Ach, nicht schmuggeln können. Irgendwo muss auch der Schwarzmarkt sein, so rum. Theoretisch. Nein! Ich will das nicht. Noch nicht jetzt. Wir haben nicht genug Waffen. Und Munition. Wir müssen uns dafür erstmal eindecken. Dann müssen wir eh dann nochmal zu diesem... Ja, hier sind wir richtig. Anhalten. So, moin Meister. Scholek, was warst du? Okay. So. Ja, na moin. Uns fehlt eine Tür. Scheiße. So, wir wollen zu Vlads Werkzeug. Mal rauskommen, rechts weg. T
beziehungsweise wir wollen gar nicht zum Platzwerkzeug. Wir wollen in die Polizeistation da hoch, ne? Weil das andere können wir uns ja immer noch nicht leisten. Muss erstmal ein bisschen Geld machen. Hier lang, ja. Gucke ich überhaupt so? Ach so, ist viel besser. Wir müssen gucken, wie spät es ist, ne? Das können wir jetzt nicht. Rechts lang. Wir müssen nämlich nur die Schmuggelware abgeben. Oh je, dann sind wir bestimmt morgen richtig müde zum Antritt. Also für euch dann wahrscheinlich erst in der nächsten, Schlange. Immer noch geradeaus. Wahrscheinlich dann erst in der nächsten Folge, aber das könnte dann spannend werden. Und dann können wir nämlich dieses Augending da nicht nehmen, was für uns kontrolliert. Dann müssen wir es alles selber machen. Was ist denn eigentlich das da hinten? Okay. 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 So blöd. War keiner irgendwie, der dealen will? Naja, gut. Gucken wir mal. Ja, naja, wollte gerade sagen, ich lasse die Tür offen, aber die andere Tür existiert ja halt gar nicht mehr, deswegen. So, und wir müssen jetzt. Wir können den Schotterweg eigentlich genau geradeaus durchfahren, wenn es danach geht. Die Luftgeräusche auch, ne? Wollen wir uns hier nochmal was kaufen bei Vlad? Wir können ja mal gucken. Hi Vlad. Ja, ich guck mal kurz. Das können wir uns eh nicht leisten. Dann machen wir das erstmal so. Also, hier geradeaus. Hoppala. Nein. So. Dann fahren wir mal los. Zur Polizeistation, weil ich nicht weiß, wo der Schwarzmarkt ist. Wenn ihr wisst, wo der Schwarzmarkt ist, ihr dürft es mal gern mal in die Kommentare schreiben. Ist hier beim Sägewerk? Ja, hat der andere ja auch, ne? Gedealt. Moin! Ada? Hallo? Vagy vasidó? Nee, irgendwie. Hinten sitzt noch einer. Atajce. Ja, hi. Vagy vasidó? Ja. Vagy vasidó?
Weiß ich du, weiß ich doch nicht, was dir. Shit. Dann nicht. Guck mal, es wird gleich wieder morgen, ne? Scheiße. Wir müssen uns beeilen. Das dauert aber auch so lang. Müssen wir lang jetzt? Rechts weg am besten. Ach, das ist ein Moor. Huch! Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Hier rechts weg. Oh, dann haben wir hier links die Polizeistation. Warum muss das denn so weit auseinander sein, ey? Richtig blöd. Dann holen wir mal alles raus, was wir haben. Отойди, варижу, компать вас иду. Оварс на работу. Ну. Вас похитили одровни контрабанду. Ah, okay. Doch ein bisschen Geld gekriegt, ja? Das hat sich ja gelohnt, weil letztes Mal haben wir weniger bekommen, wie ich mich erinnere. Mal aufpassen, dass wir jetzt hier keinen umfahren. Wir haben gehört und gesehen, dass wenn wir, ne, jemanden umfahren, $500 zahlen dürfen. So, wir müssen rechts weg. Oh je, das ist doch wieder der Streckenabschnitt, wo wir uns die Frontscheibe kaputt gemacht haben, ne? Glaube ich. Ich habe aber auch noch nicht rausgefunden, ob man im Spiel, glaube ich, man kann nicht selber speichern. Der speichert immer tagesweise. So, hier wird die Brücke drüber. Wir fahren so schnell, wir fahren so schnell. Sind wir gleich da? Müssten gleich da sein. Genau. Mit Glück haben können wir uns vielleicht sogar noch ein bisschen hinlegen. Kannst du mein Auto reparieren? Adamana. Ah, na guck mal. Geil, wir haben wieder eine Tür drin. Danke. Jetzt schon morgen, können wir uns noch hinlegen? Ist es gut, wenn wir uns jetzt noch hinlegen? Doch, wir können noch. So, Abschluss des Tages bekommen, oder? Oder war das schon? Speicher? Anscheinend mal schon. Gut, dann sage ich mir, damit die Zeit da nicht weiterläuft, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Eure Isa. Ciao.